meine Damen und Herren, nicht nur das Erinnern, auch das kluge Vergessen. Und darauf hat nicht zuletzt Harald Weinrich in seinem großen Buch Lethe aufmerksam gemacht, ist eine Kunst. Aber die Vergesslichkeit bleibt im Alltag ein Laster und in der Politik eine Gefahr. Ich erinnere an den Glücksfall der europäischen Geschichte in diesem Jahrhundert, an die zur Freundschaft gewordene Aussöhnung der Deutschen und der Franzosen, die unseren Eltern noch als unmöglich, unseren Großeltern als unvorstellbar erschienen wäre. Daran zu erinnern, ist heute umso notwendiger, als sich hinter der Routine der deutsch-französischen Beziehungen Verunsicherungen zwischen unseren beiden Ländern verstärken, die den europäischen Einigungsprozess nicht unberührt lassen. Blicken wir 70 Jahre zurück. 1928 fährt Annette Kolb, Tochter einer französischen Mutter und eines deutschen Vaters, nach Paris, um Aristide Briand zu sprechen. Sie notiert in ihr Tagebuch: Was aber nannte ich Politik? Sie gipfelte für mich in dem einzigen Problem, dass Deutsche und Franzosen sich vereinigen sollten. Um den Roman dieser Promessi Sposi drehte sich unser Planet. Es galt sein gutes Ende, nichts anderes war dringlich. Die anderen Länder spielten nur Nebenrollen, England die des Verwandten. Gab es überhaupt einen Osten, den Balkan, das Russische Reich, die Donaustaaten? Alle nicht wichtig. Sie kamen erst später dran. Erst galt es, das schon einmal unter Karl dem Großen verwirklichte, also verwirklichbare, große westliche Reich. Dann war die Welt erlöst. Wie viel wäre Deutschland und Frankreich, wie viel wäre Europa und der Welt erspart geblieben, wenn sich dieser Traum bereits in den 20er Jahren erfüllt hätte? Heute ist die deutsch-französische Freundschaft Wirklichkeit geworden. Wir brauchen nicht zu befürchten, aus einem Traum zu erwachen. Aber wir sollten diese Freundschaft auch nicht für eine Selbstverständlichkeit halten, für eine Art von politischem Perpetuum mobile, das die europäische Einigung automatisch vorantreibt, ohne dass wir noch allzu viel Energie darauf aufbringen müssten. Durch vielhundertjährige Erfahrung, schrieb Annette Kolb, habe sich zwischen Deutschen und Franzosen ein unparadiesischer Stand der Unschuld ergeben. Sie seien derart verschieden, dass sie es nicht einmal mehr bemerkten. Nach Jahrzehnten der Kooperation laufen Deutsche und Franzosen heute Gefahr, das Ausmaß und die Tiefe ihrer Verständigung zu überschätzen. Zunächst plädiere ich für eine Entroutinisierung der deutsch-französischen Beziehungen. Diderot beschrieb es einmal als die Aufgabe der Philosophie, das Staunen aufzuheben. Zur Philosophie der deutsch-französischen Beziehungen heute muss es gehören, wieder staunen zu lernen. Um das schöne, paradoxe Wort von Claude Lévi-Strauss aufzunehmen, nicht unsere Ähnlichkeiten ähneln sich, sondern unsere Unterschiede. Als ich vor mehr als 2 Jahren eingeladen wurde, in der sogenannten Commission Fourou mitzuwirken, die sich im Auftrag des französischen Staatspräsidenten Gedanken über den gegenwärtigen Stand und die künftigen Reformen des französischen Bildungssystems machen sollte, da habe ich mich vergeblich nach den Gründen für diese Berufung gefragt. Zu den Arbeiten der Kommission habe ich wenig mehr beitragen können als die Bewunderung für das Engagement meiner französischen Kollegen. Erst in einer unserer letzten Sitzungen, wie der Zufall es wollte, tagten wir an diesem Tag ausgerechnet in Bourg-la-Reine, im Hause des berühmten Germanisten Charles Englert, der vor der Jahrhundertwende in Berlin studiert hatte. Erst in einer unserer letzten Sitzungen wurde mir deutlich, welches der tiefere Grund für meine Berufung gewesen war. In dieser Sitzung nämlich stritten meine französischen Kollegen eine ganze Stunde lang, vielleicht war es noch länger, über die Frage, ob an einer entscheidenden Stelle ihres Kommissionsberichtes tatsächlich von Nation oder nicht vielleicht doch von Republik die Rede sein solle. Ich meldete mich zu Wort, doch lediglich, um zu Protokoll zu geben, dass in einem deutschen Dossier zur Bildungspolitik heute weder das Wort Nation noch das Wort Republik einen Platz hätten. Beide Begriffe sind in unserem politischen Vokabular zu Fremdworten geworden und spielen daher auch in der Diskussion von Bildungsfragen keine entscheidende Rolle mehr. Die Mitwirkung in der Kommission Fourou machte mir deutlich, wie unterschiedlich im Zeitalter der Globalisierung
immer noch das Vokabular und damit auch der Geist geblieben ist, mit dem die einzelnen europäischen Länder Fragen der Bildungspolitik behandeln. Unsere Rhetorik wird von Tag zu Tag europäischer, doch unsere Semantik bleibt notwendigerweise unserem nationalen Gedächtnis verhaftet. So wie es für einen Deutschen selbstverständlich ist, in Debatten zur Bildungspolitik zunächst einmal an die Universität zu denken, so selbstverständlich richten die Franzosen den ersten Blick auf die Schule. Und so wie wir heute in Berlin immer noch um das Erbe Wilhelm von Humboldt streiten, streitet man in Paris immer noch um die angemessene Erinnerung an Jules Ferry. Wir müssen erneut lernen, unsere Differenzen ernst zu nehmen, um aus ihnen produktive Motive gemeinsamen Handelns zu entwickeln. Immer wieder gilt es daran zu erinnern, dass im 18. Jahrhundert Rousseau wie auch Herder nicht jubelten, sondern dass sie einen Warnruf ausstießen. Il n'y a que des Européens. Es gibt nur noch Europäer. Wenn es eines Tages nur noch Europäer gibt, wird es kein Europa mehr geben. Auf dem Feld der Politik heißt dies für Deutsche wie für Franzosen, auch nach Jahrzehnten erfolgreicher Zusammenarbeit, das Gewicht ihrer nationalen Geschichten nicht zu unterschätzen. Dass die Geschichte alles andere ist als das nun einmal Geschehene und damit abgetan, sondern dass sie eine miteinander gelebte Erfahrung ist und damit ein aktueller oder doch jedenfalls abrufbarer Handlungsantrieb, das hat sich in jüngster Zeit gerade in den deutsch-französischen Beziehungen gezeigt. Welche Gefahren, aber auch welche Chancen für unsere beiden Völker damit verbunden sind, will ich an zwei Beispielen verdeutlichen. Dem Prozess Papin und dem sogenannten Schwarzbuch des Kommunismus. Zunächst zu Vichy, einer gemeinsamen, einer europäischen Geschichte. Wie kaum ein anderes Ereignis der letzten Jahrzehnte hat der noch andauernde Prozess gegen Maurice Papin, der als stellvertretender Generalsekretär der Präfektur in der Gironde den Abtransport französischer und in Frankreich lebender Juden in französische Sammellager und damit letztlich in die nationalsozialistischen Konzentrationslager organisierte, zu einer Krise des französischen Selbstbewusstseins geführt. Dieser Prozess hat die Franzosen erneut schmerzlich erkennen lassen, dass die Aufarbeitung der Kollaboration, der Ursachen, der Realität und der Folgen von Vichy noch lange nicht zu ihrem Abschluss gekommen ist. Die politischen Sensibilitäten verteilen sich dabei auf eine überraschende Weise. Von einer nationalen Verantwortung für Vichy sprach als erster der Gaulliste Chirac in seiner Ansprache vom 16. Juli 1995 zum 53. Jahrestag der Razzia im Pariser Vélodrome d'Hiver. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Zum Eingeständnis, dass nicht eine kleine Gruppe von Kollaborateuren oder Mitläufern, sondern dass Frankreich etwas nicht Wiedergutzumachendes getan habe, war nicht nur François Mitterrand nie bereit, et pour cause möchte man hinzufügen, auch Lionel Jospin und Giscard d'Estaing wählten ihre Worte zurückhaltender, vom wütenden Protest der überwiegenden Mehrheit der Gaullisten ganz zu schweigen. Durch den Prozess Papin aber sind die Worte des Staatspräsidenten Chirac, die vielleicht als Epilog gemeint waren, zum Prolog geworden. Nun wird aufs Neue deutlich, wie sehr das Frankreich der Nachkriegszeit seine politische Legitimation auf einen Mythos stützte, den der General de Gaulle mit berechnender Leidenschaft geformt hatte. Den Mythos einer Résistance, zu der im Inneren oder durch die Tat die Mehrheit der Franzosen sich bekannte, während nur eine verschwindend kleine Minderheit sich der Kollaboration mit den Deutschen schuldig machte. Dass im Prozess Papin die deutsch-französische Geschichte eine zentrale Rolle spielen würde, war zu erwarten. So erklärte der frühere Staatspräsident Giscard d'Estaing in einem Interview: Es gibt die Erwartung, ja das Verlangen, in diesem Prozess die Proklamation einer französischen Schuld zu vernehmen. Ich weise dieses Vergnügen zurück und damit auch den Vergleich mit Deutschland, den man ziehen will. Die Deutschen sind die Urheber ihrer Geschichte gewesen. Das französische Volk hat unter der Besatzung einer fremden Armee gelitten, die ihm ihr Gesetz aufzwang. Während aber Giscard sich mit einem historischen Rückblick begnügte, machte der als Zeuge vernommene Secrétaire perpétuel de l'Académie française, der Schriftsteller Maurice Druon, deutlich, dass nach seiner Meinung im Prozess Papin auch die Zukunft
der deutsch-französischen Beziehungen verhandelt wurde. Ich zitiere ihn: Wem nützt dieser Prozess? Deutschland und Deutschland alleine. Morgen wird Deutschland sich revanchiert haben. Deutschland ist eine große und ihrer selbst gewisse Macht. Es gibt nur ein einziges Mittel, das so verhindern mag, dass Deutschland erneut von seinem imperialistischen Dämon gepackt wird. Das ist die Erinnerung an die Dämonen der Nazizeit. Wenn man sich daran macht, aus der Verurteilung eines einzelnen Franzosen ein nationales Symbol zu machen, dann wird es leicht sein zu sagen, die Franzosen sind genauso widerlich gewesen. Es wird ein Verwischen der Schuld geben. Es liegt schon ein Paradox darin, dass heute objektiv gesehen die Söhne der Opfer zu den Komplizen der Henkersöhne werden. Ich erinnere daran, diese Worte wurden am 23. Oktober des vergangenen Jahres gesprochen. Soweit ich sehen kann, hat die deutsche Publizistik und haben deutsche Historiker der Versuchung weitgehend widerstanden, den Prozess gegen Papon und die Auseinandersetzungen, die er in Frankreich provozierte, mit klammheimlicher Freude zu kommentieren. Auch wenn man darin eine Selbstverständlichkeit sehen mag, möchte ich in diesem Zusammenhang den Takt hervorheben, mit dem Eberhard Jeckel, der als einer der Ersten das Vichy-Regime und die französische Kollaboration untersucht hatte, sich weigerte, als Historiker im Prozess gegen Papon und damit als Deutscher im Prozess gegen Franzosen als Zeuge aufzutreten. Außerhalb des Gerichtssaals aber darf man diesen Prozess zum Anlass nehmen, um einige Anmerkungen zur deutsch-französischen Geschichte zu machen. Es waren auch französische Historiker, die mit Nachdruck betonten, dass die Vichy-Regierung nicht einfach ein ausführendes Organ der deutschen Besatzer war, sondern dass sie in vielen Fällen spontan und mit einem vorwegeilenden Gehorsam handelte, dem weniger die Angst vor möglichen deutschen Repressalien als eine eigene Ideologie zugrunde lag. Marschall Pétain agierte in vielen Fällen nicht aus Befehlsnotstand gegenüber den Nazis, sondern aus innerer Überzeugung. Zum Beispiel, was die Säuberung des Lehrkörpers und der Justiz von jüdischen Beamten anging. Es war Pétain, der, ohne von den Deutschen dazu gezwungen zu sein, den Begriff der Race juive in die französische Rechtsprechung einführte und dekretierte, dass jeder Franzose, der von drei jüdischen Großeltern abstamme, fortan als Jude zu gelten habe. Am 17. Juli 1940 wurde bestimmt, dass nur Abkömmlinge französischer Eltern im öffentlichen Dienst in Frankreich tätig sein konnten. Vichy wurde zum einzigen nicht besetzten europäischen Territorium, von dem aus Juden deportiert wurden. 75.000, von denen 2.000 überlebten. Vichy war, das hat der Prozess Papon erneut gezeigt, nicht eine unvorhersehbare Katastrophe, die über die Franzosen hereinbrach. Es war die Konsequenz einer bestimmten Geisteshaltung. Es wäre irreführend, sie französisch zu nennen. Sie war europäisch. Mit ihrem Anti-Intellektualismus, ihrem Anti-Individualismus, ihrem Anti-Industrialismus, ihrem Antisemitismus und ihrem rabiaten Nationalismus speiste sich die Ideologie von Pétains Révolution nationale aus einem Weltanschauungsreservoir, aus dem die einzelnen europäischen Faschismen hervorgehen sollten. Die französischen Faschisten können den nationalsozialistischen Staat daher mühelos verherrlichen, weil sie in der Militanz der braunen Schlägertrupps und vor allem im Führerprinzip das Fortleben einer Invention Jacobine sehen. Hitler bewundern sie, weil er ein verkappter Jakobiner ist. Die bittere Feststellung, dass die Revolution der Nazis das Ende der französischen Revolution bedeute, ist für sie Anlass zum Jubel, nicht zur Trauer. Man mag es kaum für einen Zufall halten, dass zeitgleich mit dem Prozess Papon in Frankreich die Veröffentlichung des Livre Noir du Communisme, des Schwarzbuch des Kommunismus, erfolgte. Aus deutscher Sicht ergibt sich damit die Möglichkeit, unseren eigenen Historikerstreit in eine vergleichende Perspektive zu rücken. In Frankreich entfachte dieses Schwarzbuch Auseinandersetzungen von solcher Heftigkeit, dass sofort von einer Querelle française die Rede war. Wieder einmal betonen Franzosen und Deutsche die Besonderheit ihrer nationalen Debatten, während gerade deren Vergleich und deren Zusammenschau in einem größeren europäischen Zusammenhang entscheidende Einsichten zu liefern vermöchte. Für die Heftigkeit des innerfranzösischen Streits
lassen sich verschiedene Gründe anführen. Der erste ist allgemeiner Natur. Die französische Intelligenzia ist nun einmal leicht erregbar und verfügt über eine nicht zu unterdrückende Fähigkeit, sich im Streit über beinahe jedes beliebige Thema aus dem Stand im miteinander verfeindeten Chapelle zu organisieren. In Frankreich gewinnt darüber hinaus die Abrechnung mit dem Leninismus-Stalinismus und seinen Folgen eine besondere Schärfe, weil hier als einzigem demokratischem Land in Europa noch die Kommunisten an der Regierung beteiligt sind. Schließlich steht die französische Geschichte selbst vor Gericht, wenn behauptet wird, dass die radikale Abrechnung mit dem Kommunismus nicht nur die große Oktoberrevolution als ein verbrecherisches Komplott entlarve, sondern damit auch die Mutter aller Revolutionen, die französische Revolution, entlegitimiere. Vor diesem Hintergrund gewinnt auch der deutsche Historikerstreit neue Konturen und Nuancen. In einer längeren Fußnote seines späten Hauptwerks Le passé d'une illusion, Essai sur l'idée communiste au XXe siècle, hatte sich François Furet bekanntlich mit den Thesen Ernst Noltes in kritischer Zustimmung auseinandergesetzt. Er rechnete es Nolte als Verdienst an, ein Tabu gebrochen zu haben, als er sich nicht an das Verbot hielt, zwischen Kommunismus und Faschismus, zwischen Stalinismus und Faschismus Vergleiche zu ziehen. Furet teilte die Auffassung, zur Erklärung beider Ideologien in ihrer Entstehung und Entwicklung bedürfe es einer historisch-genetischen Methode. Der gegenüber der rein formale Strukturvergleich der Totalitarismusforschung unzureichend sei. Kritisch und traurig, wie er selbst es nannte, merkte Furet an, dass Nolte die Wirkung seiner Thesen dadurch entscheidend abgeschwächt habe, dass er in den Juden glaubte, die organisierten Gegner Hitlers sehen zu können. Ein Briefwechsel mit Ernst Nolte folgte, jetzt auf Deutsch publiziert, der durch Furets frühen Tod je abbrach. Die lange Fußnote und die wenigen deutsch-französischen Briefe aber erlauben es, den Historikerstreit aus einem Blickwinkel zu betrachten, der in der innerdeutschen Debatte vielleicht eine zu geringe Rolle spielte. Es geht um die Darstellungsweise historischer Tatbestände. Es geht um die in Deutschland chronisch unterschätzte Bedeutung von Tonfall und Takt. Auch wenn Furet sich das Plädoyer für die historisch-genetische Methode als Voraussetzung des Verstehens von Kommunismus und Nationalsozialismus zu eigen macht, wendet er sich gegen die Ersetzung wahrer Ursachenforschung durch bloße Chronologie. Dass Lenin früher an die Macht kam als Mussolini und weit früher als Hitler, rechtfertigt es noch nicht den Faschismus und erst recht nicht dem Nationalsozialismus, einen reaktiven Charakter zuzuschreiben, zur Rechtfertigung gar nicht vermeiden kann. Das Argument ist übrigens 1939-40 bei Drieux-La Rochelle bereits vorformuliert und dazu rassistisch verstärkt. Weil im Deutschen, so Drieux, immer auch ein Slave stecke, nehme seine Reaktion auf den russischen Totalitarismus die gleichen zerstörerischen Formen an. Von der Imitationshypothese distanziert sich Furet mit höflichen Worten und entschiedenen Argumenten. Der Faschismus ist keine Antwort auf den Kommunismus. Vielmehr sind beide Ideologien, der Kommunismus als die Ideologie des totalitären Universalismus, wie der Faschismus bzw. der Nationalsozialismus als die Ideologie des totalitären Partikularismus, beide sind Abwehrreaktionen gegen die bürgerlich-liberale Welt, gegen das von Mussolini sogenannte demoliberale Jahrhundert, das für ihn wie für Charles Maurras 1789 beginnt. Hinzu kommt, dass der Judenhass älter ist als die Oktoberrevolution und dass die deutsche Rechte nicht auf den Kommunismus warten musste, um die Demokratie zu verabscheuen. Furet macht in wenigen Sätzen deutlich, dass der historisch-genetischen Methode Noltes eine verkürzte Geschichtsbetrachtung zugrunde liegt, die beispielsweise völlig aus dem Blick verliert, welche formierende Rolle für die deutsche Rechte und insbesondere für die Nationalsozialisten die Tradition des antisemitistisch verschärften Kulturpessimismus spielte, die weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Wenn es sich in der von Ernst Nolte als Schulterschluss missverstandenen Debatte zwischen ihm und Furet lediglich um die Auseinandersetzung zweier Historiker handeln würde, wäre ihr Ertrag beträchtlich genug. Es handelt sich aber um mehr. Es geht um die Konfrontation zweier historiografischer Temperamente, deren Verschiedenheit sich aus ihrer Einbettung in die unterschiedlichen nationalen Traditionen der deutschen
und der französischen Geschichtsschreibung erklärt. Furet verfügt über den gelassenen Blick der Longue Durée, über jenes historische Bewusstsein, das in Frankreich noch heute das Mittelalter wie selbstverständlich mit einschließt und das einer Erinnerungskultur anhängt, die bis in die Gegenwart hinein über Parteigrenzen hinweg identitätsstiftend wirkt. Der gemeinsamen, bis in ferne historische Zeiten zurückreichenden Erinnerung in Frankreich entspricht in Deutschland der nicht enden wollende Zwang zur Aufarbeitung der jüngsten Geschichte, einer Zwangsarbeit, die selten identitätsstiftend wirkt, sondern in der Regel die Grenzen der politischen Lager verhärtet. Obwohl gerade Ernst Nolte die deutsche Geschichte in das Panorama des europäischen Bürgerkriegs einbetten und sie damit im gewissen Sinne entnationalisieren und entemotionalisieren wollte, wirkt er gegenüber der selbstkritischen Gelassenheit Furets immer aufgeregt und apoplektisch. Durch Mangel an Haltung, unzureichende Sensibilität und fehlende Präzision der Sprache, le vocabulaire employé doit éviter l'ambiguïté, sagt Furet dazu an, entbehrten sich derart auch bedenkenswerte Einsichten zum schiefen und falschen Blick. In Deutschland haben wir Erfahrungen damit. Es ist das Jenninger-Phänomen. François Furet, ein französischer Historiker, hat es den Deutschen ermöglicht, sich mit dem Kommunismus und seinen Folgen ähnlich intensiv auseinanderzusetzen wie mit dem Nationalsozialismus. Diese Auseinandersetzung ist durch den Beitrag der DDR zur Bundesrepublik notwendig geworden. Denn zu unserer gemeinsamen deutschen Geschichte gehört jetzt auch der Kommunismus. Von Furet kann man lernen, wie man diese Geschichte schreibt, ohne sich durch die nationalsozialistische Vergangenheit überwältigen und sich von ihr nicht nur die Fragestellungen, sondern auch noch die Antworten diktieren zu lassen. Wenn man den chronologisch korrekten, moralisch unannehmbaren Satz formuliert, der Gulag sei Auschwitz vorangegangen, dann begibt man sich der Möglichkeit, deren Buchenwald verscharrten Opfer des stalinistischen Terrors zu gedenken, ohne ihre Leiden gegenüber den Millionenmorden der nationalsozialistischen Konzentrationslager herunterzurechnen. Erst ein französischer Historiker wie François Furet und ein französisch schreibender Schriftsteller wie Jorge Semprún haben uns Deutschen die Möglichkeit eröffnet, die beiden Totalitarismen, unsere jüngste Geschichte prägten, den Nationalsozialismus wie den Kommunismus, ohne wechselseitige Frageverbote zu analysieren. Und sie haben uns, was vielleicht noch wichtiger ist, zu dem Eingeständnis ermutigt, das Unverstehbare nicht verstehen zu können. Furet hat gegenüber denen, die sich darauf versteiften, nach dem rationalen Kern des Antisemitismus zu suchen, darauf beharrt, dass hier ein unauflösbarer Rest an Irrationalismus bleiben wird. Ein Franzose hat darauf bestanden, um der Vernunft willen nicht zu vergessen, dass auch das Vernunftverstehen seine Grenzen hat. Nach dem Fall des Kommunismus stehen Frankreich und Deutschland vor neuen Herausforderungen an ihre Erinnerungs- und Gedächtniskultur. Vichy bezeichnet für die Franzosen zum ersten Male, wie Henri Rousseau es formuliert hat, eine Geschichte, die nicht vergeht und die den Rahmen der eingeübten, auf nationalen Konsens abzielenden Gedächtnisübungen sprengt. Uns Deutschen wiederum, erneut ein Volk geworden, wird es trotz aller Globalisierungsrhetorik nicht erspart bleiben, zumindest für einige Zeit das Wort Nation wieder unserem politischen Vokabular einzuverleiben. Deutsche und Franzosen werden aus den notwendigen Revisionen ihrer Vergangenheit für die Zukunft ohne quälende Selbstreflexion, ohne in sich hineinbrütenden Repli sur soi, in dem Jacques Delors das entscheidende Hindernis auf dem Wege zu einem vereinten Europa sei, beide werden lernen müssen, dass ihre so unterschiedlichen Vergangenheiten Teil einer gemeinsamen, einer miteinander geteilten europäischen Geschichte sind. Ich habe von der Vergangenheit gesprochen, aber ich habe dabei deutlich zu machen versucht, wie sehr die deutsch-französischen Vergangenheiten unsere gemeinsame europäische Zukunft beeinflussen. Die deutsch-französischen Beziehungen können sich nicht länger mehr durch sich selbst legitimieren. Sie müssen sich durch ihren Beitrag zur Weiterentwicklung und inneren Stärkung Europas rechtfertigen. Qui parle de l'Europe a tort, pflegte Bismarck zu sagen, wobei er auf die Tatsache anspielte, dass sich im Zeitalter der mächtigen und ihrer machtbewussten Nationalstaaten in der Regel nur die Unterlegenen und die zu kurz gekommenen auf Europa beriefen.
Im Zeitalter der sich abschwächenden Nationalstaaten aber müssen sich heute gerade Länder wie Frankreich und Deutschland auf Europa berufen. Qui parle de l'Europe a raison. Es stellt sich dabei im Hinblick auf jene nur allzu natürlichen bilateralen Differenzen, die so schnell nicht verschwinden werden, die Frage, ob der Zusammenhalt unseres Kontinents nur durch ein Pathos der Vereinheitlichung oder nicht vielmehr auch durch ein pragmatisches, wenn nicht gar zynisches Verklammern grundlegender, jedoch wechselseitig nützlicher Differenzen befördert werden kann. Die Atomenergie liefert dafür ein Beispiel. Political Correctness oder Prinzipienreiterei würden es ja verlangen, sich in ganz Europa einheitlich entweder für oder gegen die Atomenergie zu entscheiden. Tatsächlich hat Deutschland längst den Einstieg in den Ausstieg vollzogen und wird bis auf Weiteres die dadurch entstehenden Lücken seiner Energieversorgung auch durch den vermehrten Import französischen Atomstroms schließen müssen. So formen ideologisch weltanschauliche Differenzen einen wechselseitig nützlichen Interessenverbund. Man kann sich ein Europa vorstellen, das auf absehbare Zeit seine Stabilität auch aus einem Netz solcher durch Interessen miteinander verknüpfter Differenzen gewinnt. Die Zusammenarbeit auf der Grundlage spannender Unterschiede der Erfahrungen und Erwartungen gehört ebenso zur europäischen Agenda der Zukunft wie Fortschritte in der Vereinheitlichung auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens. Gerade in deutsch-französischen Kooperationen habe ich selbst eine wahrhaft europäische Erfahrung gemacht. Unsere Unterschiede jeweils auf einen Nenner zu bringen, ist schwierig. Zugleich aber immer außerordentlich lehrreich und befriedigend, mit wichtigen Schlussfolgerungen für heimische Überzeugungen und nationale Administrationen. Das vor allem wirtschaftlich zusammenwachsende Europa bedarf im Bereich der Kulturpolitik einer entsprechenden Stärkung durch die Europäisierung nationaler Institutionen. Was in der Wirtschaft längst eine Notwendigkeit ist, sollte im weiten Feld der Kultur zu einer von allen Seiten erwünschten Selbstverständlichkeit werden. Einigungsbemühungen von oben müssen vielfältige und flexible Einigungsschritte von unten entsprechen. Nur sie können zu neuen Strukturen führen, die der besonderen Interessen und Motivlage der einzelnen Akteure gerecht werden. Wenn die europäische Einigung nur auf der Ebene übernationaler Institutionen voranschreitet, wird, so steht zu befürchten, der Bereich der einzelstaatlichen Institutionen zu einem möglichen Reservoir längst überholt geglaubter nationaler Ressentiments. Auch im engen Rahmen der von mir überschaubaren Wissenschafts- und Kulturpolitik habe ich erlebt, wie sehr der an Heftigkeit zunehmende Himmelsrichtungsstreit innerhalb Europas die Fortschritte der Europäischen Union hemmt. Deren Erweiterung nach Osten wird von den Südstaaten Europas mit zunehmendem Misstrauen betrachtet, umso mehr, als es für eine Erweiterung nach Süden, jedenfalls innerhalb Europas, keine Spielräume mehr gibt. Frankreich befindet sich hier in einer besonders schwierigen, aber auch chancenreichen Lage, weil es sich die Nord- wie die Südoption offen halten kann. Oder die Ost- und die Südoption offen halten kann. Wie aufschlussreich wirkt es gerade heute, dass Fernand Braudel sein großes Mittelmeerbuch in deutscher Gefangenschaft konzipierte. Für Deutschland wird in dieser Situation, die Europa immer wieder in Pattsituationen führt, Frankreich noch stärker als bisher zum Mittler werden und wird, so hoffe ich, mit dazu beitragen, dass es in Europa endlich zur notwendigen Koalition dieser Himmelsrichtungen kommt. In diesem Zusammenhang gilt es auch, der Kooperation mit Frankreich in der europäischen Begegnung mit dem Islam eine weitaus größere Bedeutung zu schenken als bisher. Es tut uns gut, von Frankreich und anderen mediterranen Ländern an die islamische Prägung von Mittelalter und Mittelmeer erinnert zu werden. Und ich selbst habe innerhalb eines Berliner Arbeitskreises Islam und Moderne schätzen gelernt, wie wichtig die unterschiedlichen Erfahrungen, Mentalitäten und wissenschaftspolitischen Zielsetzungen sind, mit denen französische Kollegen sich dieses Themas annehmen. Dies heißt nicht, dass wir jede Praxis des französischen Umgangs mit dem Islam oder mit muslimischen Gesellschaften gutheißen müssten. Gerade das Zusammenspiel innereuropäischer Differenzen aber könnte hier zur Korrektur, zur dringend notwendigen Korrektur eurozentrischer Perspektiven beitragen. Nur auseinanderdividieren lassen sich die Europäer oder sollten sich die Europäer dadurch nicht mehr lassen. Ich denke dabei an Versuche von Seiten muslimischer Wissenschaftler, eine französische
das heißt eine vernunftbesessene, gegen eine deutsche, das heißt eine vernunftkritische Aufklärung auszuspielen und die letztere zu privilegieren. Solchen Spaltungsversuchen gegenüber gilt es im Bereich der Geistespolitik, ein Mindestmaß an europäischer Solidarität zu bewahren. Zugleich liegt es nahe, das heute mehr denn je notwendige Überdenken der Aufklärung zu einem deutsch-französischen Projekt zu machen. Um im Zeitalter der Globalisierung und einer weitgehenden Enteuropäisierung der Weltkulturen die Aufklärung wieder attraktiv und anschlussfähig zu machen, bedarf es großer Anstrengungen. Die europäische Aufklärung war, wie konnte sie es anders sein, in großen Teilen eurozentrisch. Ob es noch die Chance zu einer Aufklärung gibt, die sich anderen Kulturen gegenüber anschlussfähig hält, ohne sich ihnen durch einen gewissenlosen Relativismus anzubiedern oder sie durch einen aggressiven Universalismus dominieren zu wollen, um dies herauszufinden, sollten französische und deutsche Intellektuelle zusammenarbeiten. Und noch ein Stichwort, eines meiner letzten, ich komme langsam zum Ende. Das Stichwort Sozialpolitik führt uns unmittelbar in die Gegenwart und überschreitet den Rahmen binneneuropäischer Kooperation. Weltweit besteht heute die größte intellektuelle und gesellschaftliche Herausforderung in der dringend notwendigen Repolitisierung der Ökonomie. Das heißt, ein Versuchen zu einer demokratisch verfassten Kontrolle des Weltmarktes und der internationalen Finanzströme zu kommen. Auch hier sehe ich für eine deutsch-französische Kooperation besondere Chancen. Die Gefahr liegt dabei, in einer aus der aktuellen Situation gespeisten Überpolitisierung eines solchen Programms, das deutlich anti-amerikanische Züge tragen würde. Diese Gefahr liegt umso näher, als man sich ja intellektuell ebenso eindeutig von Chicago, also dem verantwortungslosen Neoliberalismus, wie politisch ebenso eindeutig von Washington, also die Ideologie des Weltmachtmonopolismus, entfernen möchte. Gerade in deutsch-französischer Kooperation aber dürfte heute der Versuch zu einer Repolitisierung der Ökonomie nicht rückwärtsgewandt sein, wie es schon einmal in den 20er und 30er Jahren der Fall war, als der Anti-Amerikanismus in Deutschland und Frankreich nicht nur die Rechte einte und man in beiden Ländern genau zu wissen glaubte, welcher Nationalität der Homo economicus war, er war Yankee. Mit anderen Worten, das Stichjahr eines solchen deutsch-französischen Projekts sollte 1989 sein und nicht 1968. Auch sollte man sich, auf diese Gefahr hat François Furet eindringlich hingewiesen, davor hüten, erneut den Versuch zu machen, die Unversöhnlichkeit von Kapitalismus und Demokratie zu behaupten. Die Frage, die sich heute dringend stellt, ist die nach einem Kapitalismus, der seiner sozialen Verantwortung gerecht wird. Es ist die Frage nach der sozialen Marktwirtschaft. Hier können die deutschen Nachkriegserfahrungen mit dem rheinischen Kapitalismus und die höhere Mobilisierungsbereitschaft französischer Intellektueller für sozialpolitische Fragen vielleicht in einen fruchtbaren Diskussionszusammenhang gebracht werden. Entscheidend wichtig wäre dabei wiederum die Einsicht, dass aus Ressentiment gespeiste moralische Appelle in der Regel nicht ausreichen, um die Wirtschaft in eine größere sozialpolitische Verantwortung zu bringen. Erfolgversprechender ist, das zeichnet sich schon heute ab, das Plädoyer für eine Sozialpolitik, die sich rechnet. Europa sollte weiter auf einem Weg voranschreiten, der zeigt, dass im Zeitalter der Globalisierung der Wohlfahrtsstaat wirtschaftlich kein Wettbewerbsnachteil, sondern auf lange Sicht einen Wettbewerbsvorteil bedeutet. Der ausgebaute Wohlfahrtsstaat ist die binnenwirtschaftliche Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme am Weltmarkt. Ich komme abschließend zum Plädoyer für die Bildung von Lerngemeinschaften zwischen den Kulturen. Dieses Plädoyer, das eine gewisse Aufmerksamkeit gefunden hat, mache ich nicht zum ersten Mal. Ich wiederhole es auch hier, denn die zugrunde liegende Idee halte ich für richtig und für wichtig. Wir leben in einer Zeit der großen, der offenen Fragen. Wir haben keineswegs nur, man muss dem Bundespräsidenten auch einmal widersprechen, Umsetzungsprobleme, wir haben auch Erkenntnisprobleme. Geht der Arbeitsgesellschaft die traditionelle Erwerbsarbeit tatsächlich aus? Wie wird die Wissensgesellschaft der Zukunft aussehen? Unter welchem Zeitregiment werden wir in Zukunft leben, wenn sich herausstellt, dass neben die traditionelle Arbeits- und Freizeit eine soziale Zeit treten wird, in der sich jeder für die Gemeinschaft sorgt? Was hält unsere Gesellschaften noch zusammen? Die Krise der Moderne drückt sich in diesen Fragen aus,
Sie betreffen die Europäer deshalb besonders stark, weil sie kulturelle Selbstverständlichkeiten attackieren, die ihren Ursprung auf unserem alten Kontinent haben. Viel wird in der Weltgesellschaft davon abhängen, dass sich zwischen den Kulturen zunehmend Lerngemeinschaften herausbilden und dadurch die gemeinsamen Innovationspotenziale wachsen. Aus der Erfahrung nach dem Zweiten Weltkrieg wissen insbesondere wir Deutschen, welche große Rolle die Lerngemeinschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Europa und in Europa zwischen unserem Land und Frankreich gespielt hat. Umgekehrt sind nach 1989 große Chancen vertan worden, weil nicht zuletzt in Deutschland der Westen sich in eine Belehrungsorgie steigerte, statt sich angesichts der neuen, unerhörten Herausforderungen in Wirtschaft und Politik auf ein gemeinsames Lernen mit dem Osten einzulassen. Die Industriegesellschaften des Westens, die sich zu lange in der Rolle von Belehrungskulturen gefielen, sie müssen wieder zu Lernkulturen werden. Auch wenn die entscheidende Frage heute wohl lautet, ob es zwischen nicht-westlichen, vor allem asiatischen und westlichen Ländern zur Bildung solcher Lerngemeinschaften kommen wird, bleibt die deutsch-französische Lerngemeinschaft innerhalb Europas und für den Kontakt Europas mit der Welt von herausragender Bedeutung. In der verstärkten Kooperation unserer lokalen Wissenskulturen liegt eine entscheidende Aufgabe für die Zukunft. Besonders fruchtbar sind solche Lerngemeinschaften stets dann, wenn sie Differenzen nicht vorschnell überspielen, sondern kulturgeprägte Unterschiede auf intelligente Weise nutzen. In diesem Zusammenhang ist der Hinweis auf die Sprachförmigkeit von Kultur unabdingbar. In beinahe jeder französischen Publikation zum Thema Kulturpolitik ist, wenn die Rede auf die Zukunft kommt, die Prioritätensetzung klar. Premier terrain, la langue. Ich halte diese Prioritätensetzung für richtig. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an Harald Weinrichs Vortrag beim Jenaer Romanistentag, dessen Titel schon die These in wunderbarer Zusammenfassung beinhaltet. Von der schönen fremden Freiheit der Sprachen, die sachliche Würde der Langsamkeit, ökonomisch-ökologische Betrachtungen zur Lage der Romanistik. Ich glaube freilich, dass die heute am meisten bedrohte Sprache das Englische ist. Weil jeder auf der Welt glaubt, diese Sprache zu sprechen, ohne zu ahnen, dass sein Gestammel mit dem Idiom eines Charles Dickens oder Thomas Hardy auch nicht das Geringste mehr zu tun hat. Der Kampf gegen das Broken English ist auch wegen dieser globalen Selbsttäuschung längst verloren. Die Zeiten werden nicht wiederkommen, in denen Julien Bondat, dieser Liebhaber der Latinität und der Feind jeden Nationalismus, in seinem 1933 geschriebenen Discours à la Nation Européenne wie selbstverständlich fordern konnte, die Sprache des vereinten Europa müsse, nein, sie werde, das Französische sein. Ich habe an anderer Stelle vorgeschlagen, im Englischen eine zweite Muttersprache zu sehen. Ich möchte diesen Vorschlag heute nur terminologisch verändern. Im Zeitalter von E-Mail und Internet wird auf der ganzen Welt jedes Kind bald eine Muttersprache und eine, wie ich es einmal nennen möchte, Kumpelsprache lernen, ein Idiom, das Englisch genannt wird. Mit diesem Idiom kann keine Muttersprache der Welt, mit ihm können auch Deutsch und Französisch nicht konkurrieren. Aber Deutsche und Franzosen sollten alle Anstrengungen unternehmen, um ihre Muttersprachen in möglichst vielen Ländern zur ersten Fremdsprache werden zu lassen. Sie sollten dabei fair miteinander konkurrieren und sich wechselseitig eine Art von sprachlicher Meistbegünstigungsklausel einräumen. Wer von der notwendigen Aufrechterhaltung kultureller Differenzen überzeugt ist, der muss energisch für eine stärkere Förderung der Fremdsprachen. Und das heißt in Deutschland auch, er muss energisch für eine stärkere Förderung des Französischen plädieren. Darin steckt keine kulturhistorische Sentimentalität, sondern die feste Überzeugung, dass im Zeitalter der Globalisierung für die Beantwortung der entscheidenden Zukunftsfragen die Koalition der Kulturen, das heißt auch die Koalition der verschiedenen Sprachen, von herausragender Bedeutung ist. Deutsche und Franzosen verspielen die Chancen einer solchen großen Sprachenkoalition auch dadurch, dass sie in miteinander geteilter intellektueller Faulheit bei bilateralen Treffen in der Regel nach der Methode des kleinsten gemeinsamen Nenners verfahren und in scheußlichem Englisch miteinander parlieren. Wir tun uns in der deutsch-französischen Zusammenarbeit mit der Bildung solcher Koalitionen auch deshalb immer noch schwer.
weil die historischen Voraussetzungen und die aktuellen Formen unserer intellektuellen Politik so verschieden sind. Verantwortlich dafür ist nicht zuletzt die unterschiedliche, ja konträre Wahrnehmung geistiger Krisen in Frankreich und Deutschland, auf die, und dies ist meine Schlussbemerkung, bereits 1921 Ernst Robert Curtius in seinem Buch über den Syndikalismus der Geistesarbeiter in Frankreich hingewiesen hat. Während nämlich, sagt Curtius, der Franzose die Gemeinschaftsformen revolutioniert und die Geistesformen unangetastet lässt, verhält es sich in Deutschland eher umgekehrt. Wir pflegen zu staunen über den konservativen Charakter der geistigen Kultur und des Geschmacks bei den Franzosen und über ihre Neigung zu revolutionären politischen Aktionen. Der Franzose wundert sich über unsere politische Schwunglosigkeit und unseren geistigen Radikalismus. Curtius' Behauptung, in Deutschland empfinde man intellektuelle Krisen als vital bedrohlich und revolutioniere dennoch nur die Geistesformen, während die Franzosen eher zu Änderungen des politischen Systems und der Sozialstruktur neigten, findet in den Reaktionsweisen eine Bestätigung, mit denen die deutsche und die französische Intelligenz auf die Lebensverlegenheit und die Standortunsicherheit antworten, die auch eine Folge des Ersten Weltkriegs sind. Zugespitzt ließe sich formulieren, dass die Deutschen auf diese Krise mit einer Soziologie des Geistes, die Franzosen mit einer Reorganisation der Geistesarbeiter reagierten. Curtius veranlasste diese Differenz zu dem Kommentar, die französische Bewegung der Geistesarbeiter sei nicht nur intellektuell, sondern auch intelligent. Im zusammenwachsenden Europa stehen wir heute vor der Notwendigkeit, eine europäische Öffentlichkeit herzustellen, in der die dringenden Probleme des Kontinents über Länder- und Sprachgrenzen hinweg gemeinsam diskutiert werden. Dazu muss nicht zuletzt die Exekutivlastigkeit der Europäischen Union korrigiert werden. Eine Parlamentarisierung, das heißt Demokratisierung der europäischen Gremien und Instanzen, tut dringend Not. Dazu gehört auch eine stärkere, eine pragmatisch orientierte Einmischung der Intellektuellen in die Politik. Und hier können wir immer noch von den Franzosen lernen. In Frankreich waren auch die Philosophen, Alltagsanthropologen, die sich nicht scheuten, sur le terrain zu arbeiten. Für die meisten deutschen Intellektuellen ist bis heute die Politik ein zu weites Feld geblieben. Tatenarm und gedankenvoll pflegen wir in der Regel die Tradition der distanzierten Besserwisserei. Wir haben viele hochmütige Heroen der Selbstreflexion, aber kaum jemanden, der sich einmischt. Nicht ohne Ironie schrieb Paul Valéry einmal: J'ai besoin d'un Allemand, qui achèverait mes idées. Uns Deutschen tut es gut zu bedenken, wie sehr wir, um die Vereinigung Europas wirklich zu vollenden, unsere französischen Nachbarn nötig haben.